Na, hoffentlich ist jetzt da mal was anderes außer Silizia. Könnte aber tatsächlich so sein. Auch gerade erreicht. Man läuft ziemlich gleichmäßig. Och, come on. Das kann auch schon nicht mehr sein. Ja gut, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber trotzdem. Es nervt. Noch beschwere ich mich nicht. Noch haben wir nicht den ganzen Planeten aufgedeckt. Und die ist hochkonzentriert, redet mich kein Wort mehr. War gerade tauchen. Ich bin Ach, war woanders auch als du. Silizium bei dir. Sehr schön. Alter. Bitte? Alter, ist doch nicht normal. Ist es auch nicht. Also, für mein Verständnis von Normalität. Der Planet ist kaputt. Ja, genau. Könnten allen Scheiß in eine Kiste legen und kompletter Neustart auf einem anderen Planeten machen. Das müsste gehen. Ansonsten gucken jetzt noch ein bisschen weiter. Ansonsten gucke ich einfach mal nach. Einfach nur des Wissens halber. Aber das wirkt nicht normal. Sind jetzt seit 3,5 Stunden am Suchen und haben auch jede Menge gefunden, aber alles nur Silizium. Ist schon ein bisschen. Verrückt. Ist ja egal, wir haben immer so ein Glück. Das ist mehr als verrückt. Ich mach mal was. Dieses irgendwas ist mit Discord nicht in Ordnung, echt nicht. Muss halt nachher mal checken. Vielleicht auch neu installieren. Das ist nur am Knacken. Dann müssen wir einfach weitersuchen. Schon richtig, was da steht mit dem Planeten. Eigentlich. Aber man könnte ja gucken, wie viel wir gefunden haben. Ah, okay. Macht natürlich Sinn. Wir haben 10 Silizium von 43 gefunden. Also ist es noch nichts überstackt. Weißt du, was ich meine? Wir haben Ja. einfach nur Pech gehabt. Der Ronny hat schon recht irgendwo. Also heißt es weitersuchen. Machen wir doch. Ja. Dann haben wir einfach nur übelstes Pech, dass wir drumherum laufen. Null Eisenvorkommen von 36 gefunden. Vielleicht auch einfach mal drauf losjuckeln. Irgendwo eine weitere Strecke auf der Map mir auswählen. Ja, du bist schon fast beim Marker. Dann lösche ich den. Und juckel einfach mal auf die andere Planetenseite. Na, mach das. Ich bin gleich wieder da.
Ja, ich hätte jetzt gerne über den Befehl Map nachgeguckt, aber der Admin-Config jammel liegt wieder in irgendeinem anderen Ordner, keine Ahnung. Ressource sein. Ja, tschüss, Spin. Engdeck Prometheum-Lager, ja, nehmen wir aber mit. Taschenlampe an. Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Das hat man, glaube ich, auch schon mal in der Spielsession. Nichts gefunden, nichts gefunden. Einen halben Planeten abgesucht. Und wir haben halt immer an der falschen Stelle gesucht. Aber der 13. war ja erst gestern, also heute kein Grund für Pech. Und danke fürs darauf hinweisen. Ich meine, ja, gucken kann man ja mal. 43 Silizium ist ja schon. Hätte ich nie mit gerechnet. Ja, dann können wir das jetzt eh nicht. Müssen suchen, ne? Ja, ist schon ein bisschen heftig, ne? Also, ich meine, ich habe es auf reichhaltig eingestellt und so, das ist klar. Aber der Rest ist ja eher mickrig, ne? Obwohl 36 Eisen ist auch schon heftig. Und noch keins gefunden. Ja, vielleicht braucht man jetzt mehr Silizium als früher, weil man mehr Kabel oder sowas braucht. Essen. Hat sich viel verändert. So einer, der den nicht abbauen lassen will. Ja. Dann bleibst du, wo du bist.
Du, die Lagerstättenboss hier alle. Ach, der auch nicht. Nö, der auch nicht. Bist du jetzt? Baut er sich gerade ganz langsam ab? Am Blatt Papier Monitor anhalten. Nee. Okay. Haben wir denn von dem Zeug schon? 500, naja. Okay. Ich glaube, das Ding ist jetzt erledigt. So. Na gut. Und ab die Post. Hops. Och nö, nicht schon wieder ein dicker See. Menno. Ich höre dich nicht schleichen, du Vieh. Geh weg. Ja, einen Weg muss ich mir ja vorgeben. Ja, Baby. Hab noch ein Prommellager gefunden gehabt. Ja, 43 Silizium ist schon crazy. Aber ohne Ressourcen kannst du halt auch noch nicht anfangen. Wie willst du allein die Blöcke bauen? Ja, kannst natürlich ohne Ende mit dem Billigbohrer hier Steine abfarmen, Kies und daraus mal zwei, drei Eisen frimmeln, aber dann kommt ja die Construction Time noch dazu, also das dauert ja ewig. Eben. Na. Wieso neu anfangen?
jetzt neu anfangen, dann sind die 3 Stunden umsonst und alles wieder neu. Das macht da keinen Sinn. Und auf dem nächsten Planeten suchen wir dann das Gleiche, weil das Verteilverhältnis vielleicht absichtlich mittlerweile so ist. Jetzt kommen wir dem Ziel näher. Wir könnten uns irgendwo in der Ecke klatschen und vielleicht einfach so einen Notfallbodengleiter irgendwie zusammenschustern, einen großen Erdscanner drauf und dann findest du halt mehr. In größeren Umkreis. Das würde vielleicht auf jeden Fall Sinn machen. Das könnte man machen. Aber der Neuanfang. Polares Gebiet schon wieder. Anni hat Silizium wieder gefunden. Ja, 43. Also wir müssen nur 43 Siliziumlager finden. Dann gibt es kein Silizium mehr zu finden. Und wir haben jetzt schon 11. Also da fehlen nur noch 32. Dann kann es nur noch besser werden. Es wird doch nach dem Neustart nicht besser. Wenn du in die falsche Richtung läufst, läufst du in die falsche Richtung. Vielleicht laufen wir gekonnt um das Silizium rum. Wollte mir nur mit dem Befehl Map Gewissheit verschaffen. Das war alles. Also wenn am Zielpunkt jetzt bis dahin auch nichts gefunden ist, dann schmeiße ich mich irgendwie in die Ecke, mache aus ein bisschen Kies und so einen Bodengleiter Notfallsatz da zusammen, zimmer den zusammen großen Erdscanner drauf und dann wird es schon besser. Polaris habe ich schon wieder gefunden. Okay. Boah, ist aber auch wieder ein großer See, ne? Irgendwas Rotes habe ich gerade gesehen. Komm jetzt mal drüben an, danke. Ist das ein Riesenkoloss? Ich kann mich noch an die letzte Season erinnern, haben wir auch ewig gesucht. Ja, aber nicht so lange wie jetzt. Doch, doch. Und dann hatten wir auch einen Bodengleiter gemacht, sind durch die Gegend geschippert. Und dann haben wir gesehen, genau die Flecken, die wir nicht aufgedeckt haben, da war der Quatsch, den wir gesucht haben. Da sind wir gekonnt drumherum gejuddelt. Und das wäre ja nicht gerade außergewöhnlich für uns. Drohnen-Sackgesicht. Handelsstation habe ich gefunden hier von der Polaris. Okay. Wer ist hier die Konsole? Ah, Jin. Nur auf die Luke hier. Muss ich echt noch darüber, ey? Ich bin hier auf einer verkackten Insel gelandet. Ist nicht wahr, ey.
Trading an. Trade noch. Ja, vielleicht können Drohnen jetzt nicht mehr einfach so durchs Wasser schießen. Das war ja schrecklich. Ey, Axel, zieh Leine. Wie ist denn da? Oh, okay. Boah, was ist das für eine? Brücke F? Rotationsstation zu öffnen? Achso. Ja. Hallo, der Troller. Axel, mach einen Abfluss. Andi hat Eisenerzlager. Eisen. Na also. Jetzt im Eisenhimmel. Und hier ist noch, sind noch zwei Ressourcenfelder. Ja, das wird jetzt besser werden. Okay, für mich erstmal nicht, da kommt nämlich schon wieder Wasser. Wow, wer schießt? Wer? Die da. Syrax minus, weil ich auf die Drohne schieße, aber die schießt doch zuerst. Ja. Weißt du, wie du die einfach nicht... Ja, die schießt echt nicht durchs Wasser. Haben sie da echt was gemacht? Stirb doch endlich! Das ist nicht fair. Habe ich eine Luftpistole oder? Mann, Mann, Mann. Da kommt die nächste. Aber du hast im Wasser anscheinend jetzt echt Ruhe. Da haben sie was gemacht. Nicht schlecht. Boah, haben sie dich ja im Wasser auch abgeknallt. Ja, anscheinend nicht mehr. Dünn, 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 dünn. Ich geh zu meinem Marker. Pech gehabt. Ja gut, das ist irgendwie so eine Starterpistole. Ich schieß mit Kieseln oder so. Naja, gut, okay. Das ist verrückt. Positiv verrückt, dass die Drohne jetzt so los wird. Nur sind jetzt unweigerlich die Syraxen pisset, ne? Da machst du nix. Wo denn? Och, come on. Könnt mich mal. Wow, Raketendrohne ist auch am Start.
Muss los. Guck mal auf der Karte. Ist nichts mit Zuwachsengebiet, ne? Hm. Bisschen sauer habe ich ja noch. Komm, ich zieh einfach mal drumherum. Vielleicht klappt das ja. Ich sammel dann einfach hier so ein paar Dinger am Boden auf. Okay, deswegen vielleicht auch das neue Wasser, ne? Gute Idee. Heilen ist eine gute Idee. Ich habe nur nichts Gutes mehr. Das war jetzt eine Odyssee über den ganzen Planeten und wir haben noch nicht mal eine Basis. Nee. Also das mit dem Wasser finde ich jetzt schon mal cool. Na dann war, ist das klar, dass die dann neues Wasser gemacht haben. Ne? Vielleicht brauchten die dafür eine neue Oberfläche oder so. Naja, okay, das ist dann doch schon mal. Das ist, ich sagte noch, wer weiß. Wir haben vielleicht gar keine Ahnung, warum die das Wasser vor Player-Charakter oder sowas gemacht haben. Ja, jetzt wissen wir's. Damit man sich endlich im Wasser vor Drohnen verstecken kann. Okay. Fühlt sich wohl und ausgeruht, perfekt. Extra Heilung. Ist sowieso eigentlich. Wasser läuft ja nicht nach. Ach, guck mal hier, mein Pangolins-Freundchen. Die sind cool, ganz schön harte Burschen. Ja, unter Wasser bauen wir wahrscheinlich nicht das Problem. Problem ist eher, dass du dann sämtliches Viehzeug vor der Tür hast. Naja, dass es trocken ist, kannst du ja auch so, aber dass das nachläuft und so. Dann hast du ja immer, kannst du den Deckel auflassen und was hast nicht reingeluft. Und trocken war es doch auch immer, ja klar, war ja hier Minecraft-Manier. Syrax. Oh, meine Augen wieder. Minigun-Drohne. Ja, kann ich hier die Algen wenigstens auch mitnehmen, um den Drohnen aus dem Weg zu gehen. Ist Food und alles mögliche. Verbände glaube ich auch. Wie immer. Zwei Blöcke und dann ist Schicht. Kein Laufen mehr. Gleiche wie eh und je. Könnte aber sein, dass das in der Engine nur so möglich ist, dass die gar keine Möglichkeit haben, das Wasser laufen zu lassen. Das ist eine heftig ausgedehnte Engine im Prinzip. Ausgediente meine ich, nicht ausgedehnte. Ja, Oldschool vom Oldschool.
Ja, da bin ich ja jetzt weit gekommen. Toll. Das bietet ganz neue Möglichkeiten, ernsthaft. Wenn die einen im Wasser nicht kriegen. Ich erinnere mich noch an die eine Season, wo wir durch Wasser geschwommen sind, um hier in die Drohnenbasis ranzukommen. Ja. Und dann haben wir uns durchgebuddelt. Okay, die Pistole hat kaum Reichweite, das ist das Problem. Die Sperre muss mit. Kurz Pipi, egal, irgendwas muss ich wegschmeißen. Hier. Kannst du behalten, danke, tschüss. Eine Spule muss mit. Wenn die immer noch so Kupfer. Wertvoll sind. Kupfer, ja, siehst du, Andi hat Eisen? Den Heiligen Gral gefunden. Du hast Kupfer. Ist auch nicht schlecht. Also nix Afrika oder so, der Heilige Gral ist Bandi. Ja, wenn man bedenkt, wo ich wohne, war. Ja, ist traurig, dass ich das sagen muss, aber du wohnst tatsächlich da, wo die dümmsten Leute Deutschlands wohnen. Wow. Die Regierung. Na, nicht direkt daneben. Ja, okay. Silizium. Ach, leck. Fett. Oh nein, schon wieder so eine verdammte Drohne. Wo ist sie? Hol dir das Kupfer. Andi, ich bin auf einer anderen Planetenseite als du, Schätzelein. Du hast doch eben Kupfer bei dir da hinten gefunden. Nein. Wie kommst du da drauf? Weil eben da stand, du hast Kupfer gefunden. Du dummes Mistvieh. Nee, Silizium stand da, aber egal. Oder ich hab's nicht mitgekriegt. Also ich sehe hier keinen Kupferknoten. Du wurdest erschossen. Ja toll, dass du mir das nochmal unter die Nase reibst, Spiel. Dankeschön. Hier, mein Mittelfinger. Aktueller Standort. Ist immerhin besser, als du hast dich selbst getötet. So, was habe ich noch? 77. Oh. Alter. Jetzt kriegst du deine Packung. Guck mal, Reichweite 5,50 Meter. Ist eine Wasserpistole. Erbsenballer, Mann. So, jetzt kannst du nichts mehr machen, ja? Da guckst du. Warum fehlen denn jetzt da Sachen? Weil ich gestorben bin, habe ich noch ein Slotgeschenk gekriegt. Ah nee, wahrscheinlich wieder Sachen vergammelt. Verstehe schon, alles gut. Silizium, schenke dir. Kupfer, da steht Kupfer an. Die hat recht, da ist Kupfer. Ne, schnapp dir das. War wieder voll verpeilt. Nix Neues, kennt jeder. Ja, da hast du was vom Heiligen Gral und von Afrika gefaselt. Ja, ich dachte, du hättest Kupfer gefunden. Nein, ich bin hier beim Eisen immer noch abbauen. Achso, ich dachte, okay, war es denn groß? Mittel. Ist aber groß. Ich hab's reichhaltig gemacht, da müsste auch bei Mittel ganz viel kommen. Ja, hier, mach mal Moped, hier kommen wir jetzt hier. Ich bin nicht fertig und bin schon bei 480. Ja, genau. Deswegen habe ich es nicht gesehen, mitten im Fight. Ich hatte hier Drohnenstress. Die tote Drohne liegt auf dem Vorkommen. Gute Markierung. Naja, nicht ganz neben dem Vorkommen. 60% habe ich noch. Oh, hier ist Radioactive.
Yeah, jetzt juckelt's. Es kribbelt. Radioaktiver Nebel. Ach so, ist der Nebel. Na, dann ist gut. Hab ich hier auch. Super, haben wir endlich was gefunden. Eisen, Kupfer, Silizium, was gibt's noch? Brauchen wir alles, ne? Eisen, Kupfer, Silizium, Eisen, Silizium, Kupfer. Ja, wir haben dann alles. Wir sind durchstartfähig.